Latios ist ein legendäres Pokémon mit den Typen Drache und Psycho, existiert seit der dritten Spielgeneration und bildet das Gegenstück zu Latias, mit dem es ein Duo bildet, und kann seit Pokémon X und Y eine Mega-Entwicklung durchführen. Das legendäre Pokémon Latios trifft hauptsächlich in den Farben Blau und Weiß auf. Der obere Teil des Körpers ist länglich, besteht aus Hals und Kopf und ist weiß. Auf der vorderen Seite des Kopfes sind zwei Augen mit roter Iris zu sehen. Das Gesicht wird von einer blauen Färbung mit weißem Fleck in der Mitte geschmückt, die von der Stirn über die Augen bis zum Mund verläuft. Auch besitzt das Pokémon zwei längliche Ohren, deren Enden leicht ausgefranst sind. Mittig des Körpers sind zwei kurze, weiße Arme mit blauen, ovalen Händen, die jeweils drei weiße Krallen besitzen, zu erkennen. Darunter befindet sich der blaue Unterkörper mit einer roten Dreiecksmusterung auf der Bauchseite, deren Form parallel zur Grenze der blauen Körperhälfte zu der weißen verläuft. Des Weiteren besitzt Latios zwei blaue, schmale Extremitäten auf der Hinterseite mit je 5 Zacken an den Enden und zwei blaue, spitze Flügel auf dem Rücken, welche an die Flügel eines Düsenjets erinnern. Bei Latios Entwicklung zu Mega Latios färbt sich der blaue Teil des Körpers violett. Die Arme und die Flügel vereinen sich zu einem kräftigeren Konstrukt. Die nun größeren, breiteren Flügel sind waagerecht nach links und rechts ausgerichtet und am Ansatz durch einen ovalen Bau verstärkt. Auf diesem befindet sich vorne eine kleine Färbung in Form eines Dreiecks, hinten sind je 3 weiße Krallen zu sehen. Auch die Füße und Ohren von Latios werden länger, das Gesicht allgemein schmaler, der vorher runde weiße Fleck besitzt nun eine dreieckige Form. In der Shiny-Form ist die sonst blaue Färbung von Latios minzgrün, das Muster auf dem Bauch sowie die Iris sind orange und in der Mega-Form ist das Pokémon an den sonst violetten Bereichen grasgrün. Für die meisten legendären Pokémon ist auch Latios überdurchschnittlich stark. Besonders herausstechend sind seine Schnelligkeit und seine offensiven Fähigkeiten, die besonders bei speziellen Attacken zur Geltung kommen. So greift das Pokémon seine Gegner hauptsächlich mit Psycho-Attacken wie Psychokinese oder Scheinwerfer oder Attacken des Typs Drache wie Feuerodem oder Drachenpuls an. Dieses Pokémon ist besonders friedliebend, was es durch einige Statusattacken wie Heilopfer und Heilwoge zum Ausdruck bringt, welche es einsetzt, um andere Pokémon zu heilen. Und es besitzt die Fähigkeit Schwebe. Diese Fähigkeit schützt es vor Attacken des Typs Boden und schädlichen Veränderungen des Untergrunds. Latios ist ein legendäres Pokémon, das in den Sagen der Hörnerregion auftaucht. Es ist ein ruhiges Pokémon, hasst Kämpfe und versucht stets Konflikten aus dem Weg zu gehen. Latios ist zudem sehr intelligent und dadurch in der Lage, die menschliche Sprache zu verstehen, mittels Telepathie die Aufenthaltsorte und Emotionen anderer wahrzunehmen und Geschehens in den Kopf seiner Feinde zu projizieren. Außerdem kann dieses Pokémon schneller als ein Flugzeug fliegen, indem es seine Feuerbeine einklappt und so den Luftwiderstand verringert. Latios ist unzertrennlich mit seinem Gegenstück Latias verbunden. Taucht ein Exemplar auf, ist sein Gegenstück im Regelfall nicht merklich weit von ihm entfernt. Zudem stehen beide in einem engen Verhältnis zu diversen Items, allen voran ein Stein namens Seelentau. Dieser Stein ist die kristallisierte Form der Lebensessenz von Latias und Latios. Er besitzt die Macht, die in ihnen schlummernden Fähigkeiten zu aktivieren, und das heißt sogar, dass diese Pokémon ohne den Stein nicht existieren könnten. Ein solcher Seelentau soll sich auf der Insel im Süden, im äußersten Süden Hörns befinden. Auf diesem winzigen Island sind mindestens ein paar von Latias und Latios beheimatet. Diese Pokémon erzeugen einen mysteriösen Schleier um das Island und sorgen dafür, dass diese kleine Insel vollkommen von der Außenwelt abgeschottet ist. Menschen können diesen Schleier nämlich aus eigener Kraft nicht passieren. Aus diesem Grund haben die Insel lediglich sehr wenige Menschen jemals betreten. Zudem wissen nur äußerst erfahrene Seelenleute, wie man überhaupt Kurs auf die vermeintlich verlassene Insel nehmen kann. Latias und Latios stehen beide in unmittelbarem Zusammenhang mit den Themen Traum und Erinnerung. So steht beispielsweise im Zentrum der Insel im Süden ein Stein mit der Inschrift "Alle Träume sind nur eine andere Realität, vergiss das nicht". Beim Betreten der Insel bekommt zudem der Protagonist eine Vision, in der ihm telepathisch mitgeteilt wird, dass diejenigen, deren Erinnerungen langsam verblassen,
die sie in ihrem Herzen bewahren sollen. Aber auch an anderen Orten, die eine starke Nähe zu Träumen und Erinnerungen haben, wie zum Beispiel die Traumbrache in der Einhellregion, wurden diese beiden Pokémon bereits gesichtet. Beide Pokémon haben sich oft aus Furcht bislang nur sehr wenigen Menschen gezeigt. Sie verhalten sich im Regelfall zunächst bedeckt und beobachten einen Menschen erst lange Zeit, bevor sie sich entscheiden, sich diesem zu offenbaren. Haben sie aber erst einmal Vertrauen zu einem Menschen gefasst, sind sie diesem äußerst loyal, und ein Zeichen dafür ist die legendäre Aeon-Flöte. Wenn ein Mensch rein herzens auf dieser spielt, sollen Latias bzw. Latios zu diesem eilen. Ein besonderer Vertrauensbeweis ist dabei, wenn sie diese Person auf ihrem Rücken steigen lassen und mit ihr umherfliegen. Dabei hat Latios wie die meisten legendären Pokémon keine Vorstufe und ist auch nicht dazu in der Lage, sich weiterzuentwickeln. Allerdings ist es ihm seit der 6. Spielgeneration möglich, mit Hilfe eines Latios Needs eine Mega-Entwicklung zu vollführen. Und mit seiner Typenkombination bzw. durch seine Fähigkeit Schwebe ist es immun gegen Bodenattacken. Durch seine Typenkombination nimmt es halben Schaden gegen Kampf, Feuer, Wasser, Pflanzen, Elektro- und Psychoattacken. Doppelten Schaden gegen Käfer, Geist, Eis, Drachen, Unlicht- und Feuerattacken, und der Rest macht normalen Schaden.